Jetzt haben wir ja uns vorher rasch darüber unterhalten, inwiefern diese Geräte, die hier stehen, einen Einfluss auf unser Gespräch haben. Was sie offensichtlich haben, wir sprechen Hochdeutsch, nicht Dialekt. Wir sitzen nicht in der Küche, sondern hier an deinem Arbeitstisch. Also man könnte ja auf die Frage kommen, die du auch schon gestellt hast, also inwiefern auch der Historiker mit seiner Persönlichkeit einen Einfluss hat auf seinen Forschungsgegenstand. Natürlich nicht in der Art, dass er ihn verändern kann, weil die Vergangenheit ist vergangen, im Unterschied zu unserem Gespräch, das jetzt stattfindet. Aber mindestens eine einfache Fragestellung wäre, also die Kamera, und das Mikrofon, die sind irgendwie hierher gekommen. Das könnte man erzählen, wie das vor sich gegangen ist. Und auch du als Historiker bist irgend auf eine Art zu deinem Forschungsgegenstand gekommen. Vielleicht könnten wir mal hier beginnen und uns darüber unterhalten. Also du hast, wenn ich recht informiert bin, einmal vor langer Zeit eine Lizenziatsarbeit geschrieben über Friedrich Schiller, Naive und sentimentalische Dichtung. Kannst du vielleicht das ein bisschen noch ausführen? Ich habe im Hauptfach unter anderem Germanistik an der Universität Basel studiert. Und ich bin erst im Laufe des Studiums eigentlich auf die sogenannte schöne Literatur und das Textangebot der Literaturwissenschaft gestoßen. Und ich hatte einen großen Nachholbedarf, weil ich von Haus aus mit Texten der schönen Literatur kaum vertraut war. Ich las zu Hause kaum etwas. Meine Interessen beschränkten sich hauptsächlich auf Fachliteratur, zunächst auf Botanikbücher, die mich dazu anleiteten, die Pflanzen in der Wirklichkeit zu sehen und zu suchen, dann Psychologie. Ich habe aus utilitaristischen Gründen eigentlich mich im letzten Augenblick, das heißt kurz nach der Immatrikulation unter anderem für das Hauptfach Germanistik entschieden. Und es dauerte mehrere Semester, bis ich einen Zugang zur schönen Literatur und den Formen ästhetischer Darstellung, auch zur Interpretation gefunden hatte. Und mein Hauptinteresse bezog sich schon in den frühen Semestern hauptsächlich auf die Philosophie, ohne dass ich mich damals hätte entschließen können, ein Philosophiestudium in Angriff zu nehmen. Ich habe mich dann von einem stark theoretischen Interesse geleitet, im Rahmen der Literaturwissenschaft sehr stark für Ästhetik, also theoretische Fragen interessiert. Und dieses Interesse an der Kunsttheorie führte mich dann damals in gut germanistisch traditioneller Manier auf Schillers ästhetische Schriften, nachdem ich in einer Seminararbeit zum ersten Mal ein Erfolgserlebnis verbuchen konnte und dort ging es um die Interpretation von Schillers Wilhelm Tell. Ich versuchte dann also vor allem auch das Kunstwerk Schillers Dramen von ästhetischen Prämissen her zu erklären und das Naheliegendste war, fragwürdig genug, natürlich Schillers Theorie, an der ich dann eben das Kunstwerk zu messen suchte. Der Weg hat mich dann aber nicht von Schiller weggeführt, sondern ich blieb bei seinem Werk. Und die Beschäftigung, die nähere Beschäftigung, die Absicht, mich mit der naiven und sentimentalischen Dichtung, der Hauptabhandlung Schillers näher zu beschäftigen, diese Absicht war eine konkrete Folge dieses ästhetikgeschichtlichen Grundinteresses.
Also du hast eben dann die Lizenziatsarbeit über dieses Thema geschrieben. Das war in welchem Jahr? Das war im Jahr 1975, also nach etwa 16 langen Semestern, in denen ich in Basel neben Germanistik auch Mediävistik und französische Literaturwissenschaft und französische Linguistik studiert hatte.